Zum Automaten eilt hier Paulchen Panther. Der Hitze wegen zieht der Limonade der Firma Kohli durch die Banter. Doch leider ist der Automat defekt. Wie schade. Seht mal da, das große Dampfschiff. Tuff-Tuff! Das ist aber ein gewaltiger Brummer. Tuff-Tuff! Und wie schön es aussieht mit seinem neuen Anstrich. Und die Rauchwolken, die aus dem Schornstein kommen. Gleich wirst du. Sagen Sie mal, Kapitän Charlie, hat es eigentlich schon immer Dampfschiffe gegeben? Aber mitnichten, meine liebe Sandy. Jahrhundertelang sind die Menschen mit Segelschiffen gefahren. Aber das mit dem Segeln war so eine Sache. Warum? Naja, wenn es keinen Wind gab, ging's nicht. Ich stell mir vor, wenn man damals den Leuten gesagt hätte, dass es heute Dampfschiffe wie das da geben würde. Die hätten bestimmt gesagt, der Charlie ist ja völlig verdreht und nicht ganz richtig im Kopf. Wieso? Was meinen Sie mit nicht richtig im Kopf? Ja, du weißt doch, Regenwürmer im Blumentopf haben oder Spatzen unterm Hut oder nicht alle Tassen im Schrank. Dasselbe haben Sie damals von Robert Fulton auch gesagt. Robert Fulton? Hm? Also Robert Fulton war ein sehr braver Mann. Aber sah er nach dem Rudern sich die Hände an, da wurde aus dem Braven gleich ein zorniger Mann. Und warum? Ja, warum? Da waren nämlich viele dicke Schwielen dran. Und er dachte sich, es muss zum Kuckuck möglich sein, dass man nicht mehr rudern muss und das Boot fährt allein. Und er sprach mit ernster Miene, na wie wär's mit einer Maschine, die das Boot nicht nur runter, sondern rauf den Fluss auch treibt. Hat er's probiert? Er hat's probiert. Aber leider hat es diesmal noch nicht funktioniert. Er hörte etwas und darüber war er platt, dass die Dampfmaschine längst erfunden von Herrn Watt. Da rief Robert Fulton, dies hilft mir aus meiner Not. Ich baue so eine Dampfmaschine in mein Boot. Und er tat's? Ja, er tat's. Und so baute er die Dampfmaschine in sein Boot. Und er hatte nicht mit Mühe und mit Fleiß gespart. Und er hüpfte in sein Boot und rief froh, gute Fahrt. Seid doch so nett, noch ein Brikett, auf in den Kampf. Hier wird nicht mehr gerudert, wir machen es mit Dampf. Und schlug das ein? Oh nein. Och, der arme, arme Robert Fulton. Hat er denn keine Freunde gehabt, die ihm geholfen haben? Was Freunde? Ja, von wegen. Die Leute, von denen er angenommen hatte, sie wären seine Freunde, die lachten und lachten. Warum lachten sie denn? Weil Fulton ein Boot mit Dampf fahren lassen wollte. Und sogar die Kinder machten sich über ihn lustig. Na, da wird's ihm wohl endgültig vergangen sein, wie? Na, so schnell gab der alte Robert nicht auf. Der war ein hartnäckiger Bursche. Er sagte zu sich, Robert sagte, er lass die alten Geier nur lachen. Ich schaffe es schon irgendwann, dass man Dampfschiff fährt. Oder ich will nicht mehr Robert Fulton heißen. Robert Fulton war eben hartnäckig. Hartnäckig? Was heißt das? Hartnäckig war er. Hartnäckig war er. Wer nicht hartnäckig sein kann, der kommt nie ans Ziel. Drum sagte Robert Fulton, mir wird's niemals zu viel. Und wenn es nicht sofort gelingt, dann mach ich's eben noch mal. Hartnäckig sein, dann klappt's auf jeden Fall. Also hartnäckig, mhm. Ja hartnäckig. Will man tanzen lernen, auf dem Drahtseil gehen. Ohne hartnäckig zu sein, wird wohl beides nicht gehen. Darum tut man was alleine oder auch zu zweit. Oh, gepriesen sei die Hartnäckigkeit. Hartnäckig sein. Hartnäckig sein? Jawohl, hartnäckig. Wenn du bauen willst, ein Dampfschiff, musst du vielerlei bedenken. Bau es nicht zu schwer, damit die Funde es nicht versenken. Wenn es nicht schwimmen kann, das Ding und sofort versinkt. Oh, so lange wird probiert, bis es gelingt.
Hatte denn niemand Mitleid mit dem armen Robert? Oh doch, da war eine gewisse Dame, sehr liebreizend und... Aha, bestimmt seine Frau. Richtig, Jenny, die liebe Frau Fulton war's. Sie nahm seine Hand, hob die Augen auf und sagte, herzliebster Mann, heute ist nun der große Tag. Die Leute werden auf dein Schiff gehen und du wirst schon machen, dass es fährt. Eine nette Frau. Am Nachmittag war es dann soweit. Die Menge strömte aufs Schiff, die Claremont. 30 bis 40 Leute waren es. Geheuer war denen die Sache nicht. Robert Fulton kletterte auf die höchste Spitze des Schiffes, direkt über der Dampfmaschine und sagte zu den Leuten, meine Damen und Herren, sagte er, Sie erleben nun die erste Fahrt auf einem Dampfschiff. Das ist eine aufregende Sache. Und mit ein bisschen Glück fahren wir jetzt den Fluss ein Stück hinauf. Maschine spuckte Dampf und das Schiff fuhr los mit Rumpel und Gestamm. Und die Freude bei dem Robert und den Leuten war sehr groß. Und das Schaufelrad, es wühlte und das Steuerruder knarrte, als der Robert plötzlich fühlte, dass das Ding ihn wieder narrte. Der arme Robert Fulton, warum blieb's denn stehen? Das wusste er selbst nicht. Es war schrecklich. Also wirklich. Und gerade als er dachte, dass es nun endlich funktioniert, nicht? Abwarten, Jenny. Plötzlich sprang es wieder an. Und die Leute sagten, Mann, hätten Sie denn je gedacht, dass das Ding es wieder tut? Dann ging's schnackerdi-schnack, tut-tut, schnackerdi-tut, tut-tut. Aufwärts ging's den breiten Fluss und ziemlich weit. Und das alles nur von wegen der Hartnäckigkeit.